Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Es war 5 Uhr am frühen Donnerstagmorgen in Bremen. Eine Erdgeschosswohnung im Bremer Stadtteil Findorf stand in Flammen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten sich 3 Bewohner bereits einen Weg aus dem Feuer bahnen. Jürgen Hagedorn, der Feuerwehr Bremen, schildert die Situation. Ja, wir haben kurz vor 5 Uhr eine Meldung bekommen, dass wir Feuer in einem Wohnhaus haben. Als wir eintrafen, dann war folgende Lage: ein dreigeschossiges Wohngebäude mit ausgebautem Dachgeschoss mit insgesamt 8 Wohneinheiten. Im Erdgeschoss brannte eine Wohnung. Ein Zimmerbrand, die Flammen, die schlugen schon aus dem Fenster und wir hatten im Treppenhaus auch eine starke Rauchentwicklung und die ersten Leute kamen auch schon selbstständig aus dem Haus raus. Aufgrund des schnellen Eintreffens von Feuerwehr und Notärzten konnten die Bewohner umgehend behandelt werden. Die starke Rauchentwicklung setzte den ohnehin schon schockierten Bewohnern schwer zu. Rauchgasvergiftung waren die Folge. Die Feuerwehrmänner schritten sofort zur Tat und kämpften gegen die Flammen. Allerdings stellte sich heraus, dass dies kein Standardeinsatz werden sollte. Und wir hatten dann eben ein Problem, das Feuer schnell zu löschen, weil die Wohnung sehr, sehr stark, wenn das mal so, zugemüllt war. Und das war auch das große Problem. Es handelte sich um eine unbegehbare Messi-Wohnung. Die Einsatzkräfte schlugen sich wortwörtlich durch die riesigen Berge aus Müll. Das Vorgehen kannte nur eine Lösung. Die Männer räumten die gesamte Messi-Wohnung komplett aus und schmissen den verkohlten Abfall aus dem Fenster. Nur so konnten weitere Glutnester abgelöscht und der Gefahr einer weiteren Entzündung der Wohnung vorgebeugt werden. Zur Brandursache konnten bisher keine Angaben gemacht werden. An der Wohnung entstand ein erheblicher Sachschaden. Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe.